Dies ist mein vierter VW-Bulli. Zuerst hatte ich einen weißen, dann hatte ich zwei rote und seit einigen Jahren habe ich diesen grünen. Wenn man einen VW-Bulli besitzt, gibt es immer Leute, die ihn gerne leihen möchten. Ehrlich gesagt habe ich meinen Bulli nie besonders gerne verliehen. Ich kriegte ihn wieder und es waren Schokoladenflecken im Sitz. Jemand hat seinen Kaffee über den Sitz ausgegossen und ihn dann so wieder auf den Hof gestellt. Im Aschenbecher klebt ein Kaugummi und im Fußraum liegt Abfall. Eines Tages las ich, was Jesus zu dem Thema zu sagen hat. Und Jesus sagt, gib jedem, der dich bittet und erwarte nichts zurück. Ich musste darüber nachdenken. Es war so, als würde Jesus zu mir sagen, Bernd, ich habe dir viel Schönes anvertraut. Stell dich bitte nicht so an mit deinem Bulli. Ich möchte, dass du deinen Bulli verleihst, wenn dich jemand darum bittet. Das ist mir klar geworden und inzwischen verleihe ich meinen Bulli ganz gerne. Ich kriege ihn zwar manchmal immer noch sputzig wieder, aber ich denke, was ist schlimm daran, gerade ein bisschen Abfall rauszunehmen? Ich habe dir viel anvertraut, sagt Jesus. Und wenn wir so leben und es teilen, dann haben viel mehr Menschen etwas davon. Ein zweites Beispiel, wie Gott durch die Bibel ganz persönlich zu mir gesprochen hat. In unser aller Leben gibt es Menschen, mit denen wir es nicht so leicht haben. Und auch in meinem Leben gibt es Menschen. Eines Tages las ich, was Jesus zu dem Thema zu sagen hat. Und er sagt, bittet für die, die euch verfolgen, tut Gutes denen, die euch hassen. Ich fing also an, für die Leute zu beten, mit denen ich es ein bisschen schwer habe. Und merkwürdigerweise veränderte sich etwas. Ich kann diesen Leuten anders begegnen, wenn ich für sie bete. Immer wieder treffe ich Leute, die sagen, ja, früher, da hat Gott zu den Menschen gesprochen. Ja, in der Bibel, da haben die Leute noch Gottes Stimme gehört, aber es ist ja ziemlich still geworden um Gott. Ich frage die Leute dann immer, lest ihr in der Bibel? Und sie sagen alle dasselbe. In der Bibel? Wieso? Nein, in der Bibel lese ich nicht. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Gott durch diese alten Worte in mein Leben spricht. Es passiert nicht jeden Tag. Es sind nicht immer Dinge, die ich erzählen könnte, weil sie so spannend sind. Aber es passiert immer wieder mal. Wenn ich das Buch zulasse, nehme ich Gott diese Chance, in mein Leben zu sprechen. Vor einiger Zeit bin ich angefangen, in der englischen Bibel zu lesen, God's Word. Und ich bin jetzt mit dem Lukas-Evangelium wieder angefangen. Das liebe ich besonders. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich es jetzt auf Englisch lese, werden mir Texte nochmal ganz neu klar. Es sind nochmal ganz andere Wörter und ganz vertraute Texte leuchten nochmal ganz neu auf. Wenn ihr diese Erfahrung machen möchtet, dass Gott in euer Leben hineinspricht, gebt ihm eine Chance und schlagt dieses Buch auf. Fangt gerne bei einem Evangelium an und vielleicht habt ihr Lust, mal eine englische zu probieren.